He's one of the best players in the history of our beloved game. FIFA World Cup winner 1990, FIFA record player with 25 appearances in 5 World Cups, and now he just turned 60. So happy birthday, Lothar Matthäus. We are here today to celebrate Lothar Matthäus' 60th birthday together with FIFA President Gianni Infantino. Gianni, it's great to have you with us. Thank you very much. It's a great pleasure. Gianni, wir können, glaube ich, auf Deutsch über Lothar sprechen als deutsche WM-Legende. Er war der erste FIFA-Weltfußballer. Er war FIFA-Weltmeister 1990. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Lothar Matthäus denkst? Fußball. Fußball vom Besten. Lothar ist nicht nur ein Fußballspieler, ist nicht nur eine Legende. Lothar ist eine Ikone des Weltfußballs, nicht nur des deutschen und europäischen Fußballs. Lothar hat all diejenigen geprägt, die Fußballfans waren in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Das war ja fantastisch, was der Lothar so geboten hat auf dem Platz. 25 Spiele bei Weltmeisterschaften, Rekord. Das ist der Rekord und das sagt doch schon einiges. Er hat bei 5 Weltmeisterschaften teilgenommen, Weltmeister geworden als Captain auch. Also eine riesen Karriere mit der deutschen Elf, aber auch im Clubfußball natürlich. Hat für die größten Clubs gespielt, bei Mönchengladbach, bei den Fohlen angefangen, Bayern, dann Inter Mailand und dann wieder zurück zu Bayern. Das bedauern die Interisti immer noch, dass er dann nochmals zurückging und nicht noch ein paar Jahre länger geblieben ist in Mailand. Aber ein Riesenfußballer, ein Riesentyp, ein Leader. Also solche Spieler braucht die Welt. Es war ja auch die Ära von Diego Maradona. Was denkst du, wie haben sich diese beiden Weltkarrieren auch gegenseitig beeinflusst? Ja, das war ja eines der schönsten Duelle in den 80er Jahren, nicht? Maradona, Matthäus, komplett unterschiedliche Spieler, aber zwei Leader-Typen auf dem Platz und natürlich auch neben dem Platz. Die haben sich ja auch sehr gemocht persönlich, haben in 2 Finalspielen teilgenommen. Einmal hat Diego gewonnen, ein anderes Mal hat Lothar gewonnen. Das ist auch Fußball, das ist auch irgendwo eine Gerechtigkeit, die es da gab bei zwei solchen Alpha-Tieren, bei zwei solchen Supertypen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört oder gelesen, dass Diego den Lothar nach Neapel bringen wollte. Ich weiß nicht, wie das dann genau oder wieso es das nicht geklappt hat, aber sicherlich zeugt das vom enormen Respekt, den diese beiden Spieler, diese beiden Ikonen des Weltfußballs füreinander hatten. Und all diejenigen, die den Fußball lieben, die lieben Diego Maradona und die lieben Lothar Matthäus. Du bist absolut richtig informiert. Darüber werden wir später dann auch nochmal sprechen. Und das ist ja auch das Schöne am Fußball. Man kann auf dem Platz erbitterte Rivalen sein, aber danach Freunde. Genau so ist das. Das ist der Fußball. Auf dem Platz spielt man, um zu gewinnen, aber wir haben alle dieselbe Liebe, der Fußball. Ja, und Fairplay ist entscheidend. Und talking about Fairplay, you were last in Africa, Gianni, where the new CAF president was elected. How do you comment on this election? Yes, indeed. I was in Africa, in Morocco, in Rabat, where the CAF Congress took place, and the new president, Mr. Patrice Motsepe, was elected to lead CAF, to lead African football in the next 4 years. So, of course, my first message is a message of congratulations to Dr. Patrice Motsepe for this brilliant election. Now, it is clear as well that African football has sent, I think, at that Congress, a very strong message to the entire world, which is a message of unity, a message of commitment, because everyone
found himself or herself around a project, around a vision to boost African football. And I think that is exactly the correct way of approaching things. African football has known, sadly, some issues, some problems in the past. It's time to turn the page. It's time to move ahead with passion, with commitment. And Dr. Motsepe and his entire team definitely have this passion and this commitment. And as far as FIFA is concerned, the FIFA president and everyone here in FIFA, we are there to help. We are there to assist. We are there to play our part, because what we want is to make football truly global. And if we want to make football truly global, Africa, with the talent, with the passion that there is in this continent, has to play a leading part in global football. So we are very happy about the way that we see the future in African football. And together, I'm sure we will succeed. And now the FIFA Council met again on Friday, and you also commented on Arsene Wenger's idea of holding a FIFA World Cup every 2 years. What should the football world, the FIFA football world, know about this? The question that we have to ask ourselves today is the question of the international match calendar. We were asking ourselves this question already beforehand. With COVID, I think that this question comes again on the table with even more strength. We need to find the right balance between club football and national team football, between top football and grassroots football all over the world. To do this, we need to take on board every idea, every suggestion, Arsene Wenger's proposals, as well as many, many others which are made, and we need to debate. FIFA, the new FIFA, is an open place, is an open house where we can discuss without any taboo every topic. Nobody seems to be really happy with the current situation, but nobody wants to give anything as well to try to change it. Now, maybe we will not change anything, maybe we'll change everything. Who knows? What is important for the FIFA president, what is important for FIFA, is to give everyone the floor, to unite everyone, to give everyone the opportunity to express their views, their opinions, and then to try at the end of the day to find the appropriate balance of what should be the future of football in terms of club competitions, in terms of national team competitions at global level in particular. So a process has just started. Arsene Wenger is obviously not only a manager, but a real professor of football. That's true. So he has definitely something to say. We will speak to everyone, and we'll take on board every point of view, and we will try to change things for the better, if it is possible. If everything is perfect as it is, then we'll come to that conclusion as well. Let's see. Well, speaking about making football truly global, let's go back to a truly global football icon, namely Lothar Matthäus. Yes, and I know that you met him in Munich, in the iconic Olympic Stadium as well, and you spent a wonderful day together. Lothar turned 60, so let's celebrate. Happy birthday, Lothar Matthäus. Das Münchner Olympiastadion. Hier ist Deutschland 1974 zum zweiten Mal FIFA-Weltmeister geworden. Auch Lothar Matthäus hat hier große Erfolge gefeiert. 7-mal deutscher Meister mit dem FC Bayern. Lothar, dieses WM-Finale 1974, 7. Juli war es, am Nachmittag. Franz Beckenbauer war dabei, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß und Trainer Helmut Schön. Inwieweit hat das auch deine Karriere inspiriert? Fußball hat mich immer inspiriert. Natürlich so ein WM-Finale, ich weiß noch, wo ich es angeguckt habe. Ich komme ja aus Herzogenaurach, und bei meinem Verein, wo ich damals groß geworden bin, beim FC Herzogenaurach, in der Vereinsgaststätte waren eigentlich
alle, die mit dem Verein was zu tun gehabt haben, die waren dort und haben an dem Fernseher, natürlich vor dem Fernseher geklebt und dieses Endspiel verfolgt. Deine erste FIFA-Weltmeisterschaft war 1982 in Spanien. Und ich habe von dir den Satz gelesen, es kam mir phasenweise vor wie eine Klassenfahrt liebeshungriger Halbstarker. Ja, so könnte man das ausdrücken. Also es war für mich alles andere als eine professionelle Vorbereitung. Es waren mehr Partys auf dem Programm gestanden, Kartenspiele, man hat gebogert und ich, bisschen naiv bin ich da hingekommen und habe mir gedacht, okay, wir wollen ja Weltmeister werden. Aber wenn das auch dazu gehört, und es hätte beinahe geklappt, wir sind bis ins Endspiel gekommen. Aber es waren andere Dinge Minimum genauso wichtig wie der Fußball, nämlich die Freizeitgestaltung. 1986, gehen wir mal an den Anfang. Also nach den Gruppenspielen, da kam die Partie gegen Marokko. Und Marokko, man hatte, glaube ich, gedacht, das wird jetzt nicht das schwerste Spiel dieser Weltmeisterschaft, aber es war, glaube ich, unglaublich heiß. Und es hat lange gedauert, bis du mit einem sensationellen Tor das Spiel entschieden hast. Ja, erstmal muss man sagen, wir haben uns als Gruppendritter, als einer der guten Tabellendritten, Gruppendritten qualifiziert für die nächste Runde. Marokko ist Erste geworden in einer schweren Gruppe. Also wir haben ganz sicher Marokko nicht unterschätzt, aber natürlich heiße Temperaturen. Ich glaube, das war eines der Spiele bei Temperaturen, die ich sonst danach nie mehr erlebt habe. Wir haben in Monterrey gespielt. Ich glaube, das war irgendwo im Norden von Mexiko. Mittags um 13 Uhr. Wegen den Fernsehrechten nach Europa mussten wir mittags um 13 Uhr spielen. Die Sonne war da oben gestanden, kein Schatten. Ich weiß noch, die mexikanischen Frauen, die die Mannschaft angefeuert haben, die waren alle mit Bikinis auf dem Stadion gesessen. Es war brutal warm. Gab es irgendwann in der 88. oder 89. Minute einen Freistoß von 30 Meter. Und Karl-Heinz Rummenigge legt sich den Ball zurecht und steht so links neben mir. Und ich glaube, er wollte schießen. Ich weiß gar nicht, warum er schießen wollte, weil Freistoßspezialist war er ganz sicher nicht. Und ich habe gesehen, der Torwart richtet noch die Mauer, aber der Ball war freigegeben. Und ich laufe an und spiele den Ball rechts an der Mauer vorbei und ins lange Eck, wo der Torhüter nicht war. Und der Torhüter versucht noch, den Ball zu erreichen. Und es war dann das 1:0. Ich glaube, Kalle hätte mich umgebracht, wenn er nicht reingegangen wäre, aber er war ja der Kapitän damals. Übrigens 86 mein Zimmernachbar. Also wir waren gemeinsam. Ich wollte gerade sagen, er war doch, glaube ich, da 6, 8 Wochen da auf einem. 8 Wochen, Karl-Heinz und ich. Ja, und ich habe gesehen, dass irgendwas da noch in der Abwehr möglich, also noch nicht organisiert ist. Und ja, und macht dann dieses Tor, was natürlich dann das Weiterkommen bedeutet hat, ins Viertelfinale, wo wir dann auch wieder in Monterrey gegen Mexiko im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Aber war eines meiner wichtigen Tore in der Nationalmannschaft, weil wer weiß, was danach passiert wäre. Und so sind wir zumindest eine Runde weitergekommen und später waren wir sogar im Endspiel gestanden. Da hast du mit einem Mittelhandbruch gespielt, hattest dann auch eine Manschette an. Ich meine, war das nicht unglaublich schmerzhaft auch? Es war schmerzhaft, das war dann das Endspiel. Ja. Im Halbfinalspiel gegen die Franzosen bin ich irgendwie rückwärts auf mein Handgelenk gefallen und habe mir den Mittelhandknochen gebrochen. Und haben bandagiert, alles Mögliche. Zweite Halbzeit dann gegen die Franzosen, dann haben wir auch Untersuchungen gemacht. Dann hat man festgestellt, dass der Mittelhandknochen gebrochen war. Aber trotzdem, natürlich will man wegen einem Mittelhandknochen, man spielt ja auch nicht mit der Hand Fußball, deswegen heißt der Fußball, wir spielen mit den Füßen. Und die Schmerzen waren egal. Ich wollte natürlich spielen im Endspiel und habe die Schmerzen im Endeffekt aber auch vergessen. Und Diego Maradona war nach diesem Endspiel, nicht nur deswegen, aber offensichtlich auch nach diesem Endspiel so beeindruckt, dass er seinem Club, dem SSC Neapel,
ewig in den Ohren lag und gesagt hat, den müsst ihr verpflichten, ihr müsst den holen. Ja, ist richtig. Gerade nach der Weltmeisterschaft 86 kamen viele italienische Vereine auf mich zu, unter anderem auch der AC Mailand, der war hier in München und hat mit mir verhandelt, ähnlich wie Neapel. Neapel war sogar mit einem Geldkoffer hier, die mir für die Vertragsunterschrift gleich ein bisschen Cash geben wollten. Und Maradona hat diese Leute geschickt, weil er wollte unbedingt, dass ich mit ihnen in Neapel in einer Mannschaft spiele. Es waren tolle Momente, die ich mit Diego erlebt habe, und es ist schade, dass er wirklich zu früh von uns gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, welche Gedanken hattest du auch gerade, als er gestorben ist, auch aufgrund der Tatsache, dass ihr ja im Grunde genommen im selben Alter seid? Ja, Diego hatte gesundheitliche Probleme, das wusste man. Aber dass es so schlimm ist, das wusste man nicht, zumindest nicht hier bei uns in Deutschland. Und es war schon eine Nachricht, die mich betroffen gemacht hat. Nicht, weil er das gleiche Alter hat, sondern erstens mal die Genialität als Fußballspieler. Und wir hatten zusammen so viel Spaß, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und wie gesagt, deswegen war das schon für mich, da musste ich mich erst mal setzen, da musste ich erst mal ein bisschen durchatmen, da musste ich erst mal ein bisschen nachdenken. Und dann kam auf einmal diese Traurigkeit auch in mir auf. Ja, es ist schade, aber es ist so, und ja, er hat sein Leben genossen. Lothar, du hast Deutschland den WM-Pokal geschenkt und das im Jahr der Wiedervereinigung. Was hat es dir, aber was hat es auch für das ganze Land bedeutet? Ich war der Kapitän dieser Mannschaft, mich wahnsinnig gefreut, macht mich stolz, generell als Kapitän eine Mannschaft auf den Platz zu führen. Und dann die Weltmeistermannschaft, das war was ganz Besonderes. Und wenn ich an dieses Erlebnis zurückdenke, dann bekomme ich heute noch Gänsehaut. Und es fängt schon jetzt wieder langsam an, weil das war einschneidend in meinem Leben. Das war wichtig für Deutschland. Und ja, und ich bin stolz darauf, mit dieser Mannschaft gemeinsam diesen Pokal aus Italien, aus meiner Wahlheimat damals, nach Deutschland mit dem Flieger zu bringen, nach Frankfurt, und dann vor 200.000, 300.000, 400.000 Fans auch noch gefeiert zu haben. Wenn du dich an das erste Spiel zurückerinnerst, das 4:1 gegen Jugoslawien, welche Rolle hat es gespielt, dass du auch gleich und dass die ganze Mannschaft mit so einem tollen Spiel direkt da reingekommen seid? Du hast 2 Tore gemacht. Ja, wichtig generell, der Auftakt eines Turniers, du sorgst für Ruhe. Und ich habe ja einige Turniere vorher schon gespielt, da war der Auftakt nicht so hervorragend und danach war sehr viel Unruhe in der Mannschaft. Es gab so ein bisschen Diskussion, muss der spielen, was läuft falsch, die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen. Und mit diesem Sieg hatten wir eigentlich das ganze Turnier Ruhe, weil es war im Endeffekt, die Mannschaft hat sich von Anfang an eigentlich irgendwo gefunden, sie hat überzeugt, sie hat die Medien beruhigt, die Journalisten waren sehr positiv, die Atmosphäre war gut, und ich glaube, dass dieses Sieg dann doch enorm wichtig war für das ganze Turnier, atmosphärisch gesehen, aber auch, dass wir selbstbewusst waren, das wussten wir sind einer der Favoriten, wir sind auch in dieses Turnier gegangen, um den Titel zu holen, das war unser großes Ziel, das haben wir auch ganz klar angesprochen, und ich glaube schon, dass dieses erste Spiel nicht nur ein gutes Spiel für mich war mit den 2 Toren, sondern ein wichtiger Meilenstein zum späteren Titel. Gruppenphase war souverän, Achtelfinale. Auch eines der Spiele, das für immer in Erinnerung bleiben wird. Was glaubst du in der Rückschau? Warum ist das ja fast so ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen? Wir müssen eins berücksichtigen, das Spiel war in Mailand. In Mailand hat AC Mailand und Inter Mailand gespielt. Und zu diesem Zeitpunkt haben 3 Holländer bei AC Mailand gespielt und 3 Deutsche bei Inter. Also das war ein Spiel unter besonderen Vorzeichen. Ersten 20 Minuten haben wir gar nicht ins Spiel gefunden, waren
hatten Glück. Holländer hatten 2-3 Chancen, aber dann haben wir das Spiel dominiert, haben es beherrscht, hatten viele Chancen. Es war ein nickliches Spiel, es war ein Spiel mit unschönen Szenen, aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich habe mich umso mehr gefreut, dass uns die Revanche geglückt ist, nach der Aus bei der Europameisterschaft 2 Jahre vorher in Hamburg, wo wir im eigenen Land gegen die Holländer ausgeschieden sind, sind sie auch verdient Europameister geworden, dass wir da diese, dass uns diese Revanche gelungen ist. Und das war sehr wichtig. Und ich glaube, auch das Spiel hat gezeigt, dass wir bereit sind für den Titel. Kommen wir nochmal dann zu den weiteren Spielen. Halbfinale gegen England. Das war auch für dich ein tough game. Du warst angesetzt auf Paul Gascoigne. Nein, also eher auf mich oder wie auch immer. Wer auch immer auf wen. Ja. Aber du hattest auch schon eine gelbe Karte im Nacken. Gascoigne auch. Ja. Und Gascoigne für wen war es schlimmer? Ja, für Gascoigne war es dann nicht mehr schlimm, weil wir sind ins Endspiel gekommen. Ja. Es ging ja, du hast eine gelbe Karte, bist vorbelastet und die hast du im Kopf, weil du hast ein Riesenturnier gespielt und dann im Endspiel vielleicht nicht dabei zu sein aufgrund einer Situation, die sich immer ergeben kann. Also es war ein Druck da von Gascoigne und von mir. Wir wurden, glaube ich, nicht gegeneinander aufeinander gesetzt, sondern hat sich so ergeben. Es hat sich so im Spiel ergeben, dass wir sehr viele Zweikämpfe gehabt haben und beide im Endeffekt der Spieler, die auch mit Kraft gespielt haben, mit Einsatz gespielt haben, die nicklig waren, die auch mal in die Grätsche gegangen sind, um den Ball zu erobern. Und natürlich waren da brenzliche Situationen dabei und es war ein Spiel auf höchstem Niveau. Ich glaube sogar, das war das beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft, weil es ist hin und her gegangen mit wirklich harten Duellen, mit vielen Torszenen, Pfostenschüsse waren dabei. Also da war alles dabei und ein hohes Tempo. Die Engländer waren riesig in Form zu diesem Zeitpunkt. Ja, Elfmeterschießen wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt, konnte uns keiner schlagen, die Engländer sowieso nicht. Und hat ein bisschen Glück dazugehört und auch das, glaube ich, haben wir nicht unverdient gewonnen, auch wenn die Engländer ein starker Gegner waren. Wenn wir uns dann das Finale anschauen, da gab es ja dann immer die Geschichte, warum hat Lothar nicht geschossen? Und das musst du uns nochmal erklären, denn da spielte ein Fußballschuh eine große Rolle. Du musst mal weise Entscheidungen treffen im Leben und intelligente Entscheidungen. Und ich glaube, das war für mich oder für den deutschen Fußball eine wichtige Entscheidung und für mich eine ganz intelligente Entscheidung, weil ich in der Halbzeitpause meine Schuhe gewechselt habe, weil unten, wo der Stollen eigentlich drin ist, der ist abgebrochen und ich musste einen neuen Schuh anziehen. Und den Schuh hatte ich nicht eingelaufen und gar nichts. Den habe ich dann aus der Schachtel heraus und habe mit neuen Schuhen gespielt. Und ich glaube, jeder weiß, dass neue Schuhe immer noch nicht so das Gefühl geben, die müssen eingelaufen werden. Ob das jetzt Fußballschuhe sind oder High Heels bei den Frauen oder auch Skistiefel beim Skifahren. Ein Schuh muss eingelaufen werden und der Schuh war nicht eingelaufen. Und dadurch hatte ich kein gutes Gefühl. Und dann hat es den Elfmeter gegeben und dann habe ich zu Andi Bremer gesagt, Andi, ich habe neue Schuhe an, schieß du. Ich war mir sicher, in dem Moment, wo es den Elfmeter gibt, dass ich mich nicht bereit fühle oder nicht die Verantwortung in dem Fall übernehmen will, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Ich war mir nicht sicher, und wir hatten ja andere Elfmeterschützen, es war ja nicht so, dass nur ich einen Elfmeter schießen konnte. Ich fühle mich nicht sicher, Andi, schießt du bitte den Elfmeter. Jetzt kommt wieder die Geschichte mit Maradonas Schuh. Den Schuh, der kaputt gegangen ist im WM-Endspiel gegen Argentinien, 2 Jahre vorher, hat Maradona mit diesem Schuh gespielt. Platinis Abschiedsspiel in Frankreich. Maradona in dieser Weltauswahl, die Trapattoni zusammengestellt hat mit mir, Mittagessen. Maradona kommt, ich habe meine Schuhe vergessen. Ich sitze mit ihm am Tisch und sage, Diego, welche Schuhgröße hast du? Ich hatte 2 Paar Schuhe dabei. Sagt Diego, 40, 41. Sag, ich habe die gleiche Größe, ich habe 2 Paar dabei, kannst mein Paar haben. Ich gebe ihm das Paar Schuhe, er gibt es mir nach dem Spiel wieder zurück. Der Schuh ganz anders geschnürt, die Schnürsenkel nicht überquer, sondern nach oben und dann leichter geschnürt, nicht so fest geschnürt. Dann habe ich mir gedacht, okay, die Schnürung, die kannst du gleich lassen. Wenn Maradona mit diesem Schuh so spielen kann, dann kannst du es auch. Und die gleiche Schnürung hatte ich 1990 noch beim WM-Endspiel mit diesen Schuhen, weil es war ein anderer Ausrüster. Diese Schuhe habe ich nur bei der Nationalmannschaft benutzt und nicht bei meinen Clubspielen bei Inter Mailand damals. Und deswegen hat der Schuh auch noch 2 Jahre gehalten oder war länger im Betrieb. Das war der gleiche Schuh, mit dem Maradona 1988 Platinis Abschiedsspiel bestritten hat. Mit dem Schuh bin ich ins Weltmeisterschaftsendspiel 1990 gegangen. Andi Bremer hat ihn dann geschossen
Und ich finde es auch so schön, ihr wart ja beide Wahlitaliener zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann ist kolportiert, dass du dann danach zu ihm gesagt hast, "Ai fatto bene." Und er hat gesagt, "Anche du, ai fatto bene." Habt ihr gut gemacht? Wir haben es gut gemacht, ja. Ja, richtig. Andi Brehm und ich, wir hatten ja ein spezielles, oder haben bis heute, ich war gestern Abend noch essen mit ihnen hier in München. Und wir haben bis heute ein super Verhältnis und hatten ja damals auch das Zimmer geteilt bei der Nationalmannschaft, bei Inter Mailand. Wir waren ja praktisch verheiratet miteinander, Andi und ich. Und ich freue mich, dass diese Freundschaft bis heute hält. Und ich hatte auch Vertrauen zu Andi. Wir sind damals gemeinsam zu Inter Mailand gegangen. Wir kennen uns schon von der Juniorennationalmannschaft. Also eine langjährige Freundschaft. Und Andi hat auch diesen Ruhm verdient, dass er diesen Elfmeter geschossen hat. Weil er hat ihn ja, er war ja sehr bekannt, er hat ihn ja nochmal eine Etage nach oben gebracht, entscheidenden Elfmeter zu schießen bei einer WM-Finale. Sensationell. Und vor allem, er hat die Nerven behalten. Nach 2, 3, 4 Minuten Diskussion, wo die Argentinier mit den Schiedsrichter diskutiert haben, dann noch ein Loch in den Boden geschlagen haben am Elfmeter, den Ball weggeschossen und so weiter. Andi hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, sonst wären wir vielleicht nicht Weltmeister geworden. Lothar, ihr seid dann 1994 als amtierende Weltmeister in die USA gereist, zur FIFA-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Warum konnte die Mannschaft, die ja eigentlich sehr, sehr gut war, dann die Erwartungen doch nicht ganz erfüllen? Die Chemie hat nicht gestimmt. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Es war eben, wie gesagt, nicht eine Mannschaft. Wir haben auch nichts Großes Gemeinsames unternommen. Dann hatten die Frauen auch so ihren Anteil, die natürlich dann auch irgendwo dabei waren. Und es war alles wichtiger wie der Fußball. Und das ist das, was wahrscheinlich uns zum Schluss dann gefehlt hat, gerade dann im Spiel gegen Bulgarien, im Viertelfinalspiel, wo wir dann ausgeschieden sind. 1-0 geführt, eigentlich kein Gegner für uns, obwohl sie eine gute Mannschaft hatten. Aber wir waren der amtierende Weltmeister, wir hatten wirklich super Spieler dabei. Aber wir waren keine Einheit und deswegen hat es dann mit der Titelverteidigung nicht funktioniert. Es wäre jederzeit möglich gewesen und heute muss sich eigentlich jeder, der dabei war, in Amerika ärgern, dass wir da nicht die Weltmeisterschaft ein zweites Mal hintereinander geholt haben. Dann warst du eine Zeit lang nicht für die Nationalmannschaft nominiert und 98 vor dem Turnier in Frankreich, da war dann aber die Situation, dass immer wieder darauf gedrungen wurde, Lothar Matthäus muss zurück in die Nationalmannschaft. Wie war das für dich? Ja, es war so, dass ich mit Berti Vogts 1995, 96 ein Problem hatte. Er ist Europameister geworden, also hat er eine richtige Entscheidung getroffen. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Und später gab es irgendwelche Probleme. Ich hatte ein Riesenjahr hier bei Bayern München gespielt und auf der Position, die ich gespielt habe, auf der dann eben auch Matthias Sammer und Olaf Dohn ihre überragenden Spiele gemacht haben, waren beide irgendwie angeschlagen oder verletzt. Mhm. Und dann war natürlich die Diskussion, wer spielt. Wir fahren zu einer Weltmeisterschaft, wir wollen nicht das Gleiche erleben wie 4 Jahre vorher in Amerika und so weiter. Und dann war der Druck auf Berti Vogts groß, weil meine Leistungen eigentlich in dieser Saison, würde ich fast schon sagen, überragend waren. Ich war ja auch schon im gewissen Alter von 37 Jahren. Und dann hat man mich eben zurückgeholt. Berti Vogts, ich telefoniert, Lothar, hast du Lust zurückzukommen? Dann sage ich, ja, wäre mir natürlich eine Ehre. Wir hatten uns auch mittlerweile ausgesprochen gehabt. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, welcome back. Und habe ich mich natürlich gefreut, aber da haben wir trotzdem Fehler gemacht. Oder Berti hat einen Fehler gemacht. Er hat mich zurückgeholt, aber er hat mich eigentlich nicht so zurückgeholt, dass er voll auf mich gesetzt hat, sondern er hat mich die ersten 2 Spiele auf die Bank gesetzt. Also ich konnte der Mannschaft im Endeffekt nicht das geben, was ich eigentlich meinen Spielern hier bei Bayern München gegeben habe, nämlich Unterstützung auf und außerhalb des Platzes, weil ich nicht in der Position war. Ich war eigentlich in einer schwachen Position. Als Ersatzspieler die Mannschaft zu führen, ist sehr, sehr schwierig. Du musst auf dem Platz stehen, wenn du ein Leitwolf bist. Und diese Position hat mir Berti Vogts von Anfang an nicht gegeben. Und die konnte dann auch während des Turniers nicht so ausgefüllt werden von mir. Ich bin im 2. Spiel reingekommen, habe dann auch das 3., 4. und 5. Spiel gespielt. Aber es war eben halt dann nur wieder ein Viertelfinale gegen Kroatien, wo wir auch meiner Meinung nach nicht unbedingt gut gespielt haben, wo wir verdient ausgeschieden sind. Und dann muss man wirklich sagen, 2-mal Weltmeisterschaften mit Deutschland und beide Male im Viertelfinale ausscheiden, gegen Bulgarien, gegen Kroatien. Ich glaube, das waren nicht die Ergebnisse, die die Fans von uns erwartet haben.
natürlich kann man stolz sein, auf die Zahl 25 WM-Spiele gemacht zu haben, diese Liste anzuführen von allen, aus der ganzen Geschichte von Weltmeisterschaften heraus. Andererseits ging es mir nicht um Spiele, sondern es ging mir darum, der Mannschaft zu helfen. Und das war eben dann das, was uns nicht gelungen ist. Aber natürlich einen schönen Nebeneffekt hatte es, nämlich mir die restlichen Spiele zu geben, dass ich bis heute die meisten WM-Spiele habe als Spieler. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, zum Beispiel 2022 ist dann die nächste FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, 2026 dann in Kanada, Mexiko und in den USA wieder. Inwieweit wäre es zumindest noch mal für dich ein Traum, noch mal als Trainer Weltmeister zu werden? Das wäre ein Traum, aber den Traum träume ich gar nicht, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn du als Trainer arbeitest. Ich habe einige Stationen hinter mir, du bist wieder voll in der Verantwortung, du bist voll unter Druck, du bist voll unter Beobachtung. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas überhaupt noch antun würde. Natürlich kannst du nie sagen, wenn auf einmal ein gewisser Druck auch von außen auf dich kommt, weil du vielleicht irgendwie helfen kannst. Und ich bin immer jemand, der gerne hilft, aber zum heutigen Zeitpunkt könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben noch mal ändern würde, weil es mir so gut geht. Ich habe Zeit für mich selbst, ich habe Zeit für meine Familie, ich habe Zeit für meinen kleinen Sohn, ich habe Zeit für Freunde. Aber man weiß nie, Franz Beckenbauer wollte es 1984 auch nicht und auf einmal war er da gesessen. Und Franz ist ja ein Vorbild für mich. Lothar Matthäus, der FIFA-WM-Rekordspieler mit 25 Partien, FIFA-Weltmeister 1990. Ich würde sagen, und einfach ein unglaublich toller Mensch. Dankeschön, Lothar. Danke, Jessica. Back in Zurich, we are now delighted that the CEO of the FIFA Club World Cup winner FC Bayern Munich is connected with us, a former teammate of Lothar Matthäus in the German national team and one of the best strikers of his time, Karl-Heinz Rummenigge. Hello, Jessica. Nice to meet you again. Nice to see you. Thank you. Karl-Heinz Rummenigge, wir können jetzt auch Deutsch sprechen. Okay. Wir haben gerade von Lothar Matthäus gehört, dass Sie beide sich bei der FIFA WM 1986 viele, viele Wochen ein Zimmer geteilt haben. Was ist Ihnen denn davon am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, das ist korrekt. 1986 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko haben Lothar und ich uns, ich glaube, 6-7 Wochen ein Zimmer geteilt. Und wenn man ja 6-7 Wochen auf einem Zimmer zusammen ist, dann lernt man ja einen Menschen ein gehöriges Stück gut und besser kennen, muss ich sagen. Und ich glaube, sagen zu können, dass Lothar einen guten Charakter hat. Ich hatte während der Weltmeisterschaft leider an meinem rechten Oberschenkel muskuläre Probleme. Und ich bin dann oft abends noch behandelt worden, einfach um dann eben für die Spiele noch fit gemacht zu werden. Und Lothar hat mich, muss ich ehrlich sagen, mental und auch zum Teil physisch dabei unterstützt, dass das der Fall war. Also er ist, muss ich ehrlich sagen, ein guter Charakter, ein interessanter Mensch und er war ein super Fußballer, das ist bekannt. Aber wir hatten eine gute Zeit und ich habe ihn gut kennengelernt und er ist ein toller Mensch. Ich finde, er hat eine tolle Entwicklung jetzt auch genommen. Er ruht ein Stück mehr in sich, als das früher der Fall war. Er war ein sehr, würde sagen, unruhiger Mensch manchmal, auch auf dem Platz. Und jetzt hat man den Eindruck, seit 5, 6, 7 Jahren wird er ruhiger. Ich finde, er macht das jetzt auch in seinem Job da als Moderator bei Sky sehr gut. Er analysiert die Spiele so, dass sie auch jeder versteht und auch von der Professionalität her sehr gut. Und er ist ein, finde ich, echt guter Typ auch. Was hat Sie beide auf dem Platz am meisten verbunden? Ja gut, Lothar hatte eine physische Dynamik, die suchte seinesgleichen. Und er hatte das große Turnier 1990, 4 Jahre, nachdem wir da in Mexiko gemeinsam die Weltmeisterschaft bestritten haben, als Deutschland dann glücklicherweise auch Weltmeister geworden ist. Das war sicherlich nicht nur sein bestes Turnier, sondern auch für Deutschland der wichtigste Mann damals in dem ganzen Kader, der auf dem Platz stand. Er war Kapitän der Mannschaft und er hat die Mannschaft getrieben. Und wenn er loszog im Mittelfeld, war er schwer zu kontrollieren, muss ich sagen. Er hat Sie gerade in die Elf seines Lebens gewählt. Was wünschen Sie ihm für die Zukunft? Ich wünsche ihm 3 Dinge. Ich wünsche ihm Gesundheit. Ich glaube, er kommt jetzt mit 60 in ein Alter, wo man an die Gesundheit ein bisschen mehr denkt als in jungen Jahren, wo man manchmal auch
über das Thema Gesundheit schmunzelt. Ich wünsche ihm Glück und ich wünsche ihm Zufriedenheit. Und ich glaube, er ist ein sehr zufriedener Mensch heute auch und er soll sich diesen Status so lange wie möglich erhalten, weil es ein wichtiger Status ist, ganz einfach zufrieden zu sein, um einfach dann eben in diesem Leben die Dinge noch zu machen, die er machen möchte. Vielleicht wird er ja sogar noch Bundestrainer jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, wer weiß. Ich würde auf jeden Fall sagen, er hätte die Qualität dazu. Klare Worte. Dankeschön, Karl-Heinz Rummenigge. Alles Gute für Sie und Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir einen Blick auch in Ihr Büro werfen durften. Dankeschön. Bitte, bitte. Liebe Grüße zurück nach Zürich und alles Gute. Dankeschön. And of course, we wish Lothar Matthäus all the best for the future too. Dear Lothar, stay healthy. Because health comes first, especially in these challenging times. Talking about health, FIFA has helped all its 211 member associations with the COVID relief fund. And we have yet another example here in our Living Football series, how FIFA is supporting football all over the world during the pandemic. This time, Sierra Leone. The COVID-19 pandemic has been an awful situation globally. Sierra Leone has been hit a second time as a result of a deadly virus. It's a poor country, it's a small country, so it's taken its toll on our country. But I have to say that Sierra Leoneans have been quite brave, actually, and I don't know whether it's down to the fact of our experience with Ebola, but they've been very compliant, they've been very disciplined. They've adhered to the rules and people are very mindful and cautious. When football stopped, you can't believe it. I was totally sick. I was sick at heart. Why? Because I used to train the children. I used to play football every day. In fact, I played football 24 hours. Every month, I receive my salary and go and pay my rent. Then all of a sudden, they announced to us that salary is going to stop because of COVID-19. I don't know exactly where to start. I don't know exactly what to do. The COVID relief fund by FIFA was just absolutely timely because there's only so much the FA could have done. And for so long, we would not have been able to sustain supporting the football family to the extent that FIFA has been able to do. So it has actually kept our family afloat. I found out when I was called by the Football Association, say, hey, FIFA COVID-19 relief fund is on the way. Believe me, when I had that news, I was overwhelmed because I know things are going to be good for us. As for my rentage, I make sure that I pay ahead. Why? I know that if I pay upfront, automatically I'll live happily, I'll sleep sound. And of course, my school-going children are happy over everything. Why? Because at that point in that time, I was not able to pay the teacher that is going to teach them at home. But with the funds coming in now, we're talking now months of planning. We're talking about engagements in training. We're talking about being able to assist others. You know, we can only really thank FIFA. You know, and I have to add that this also resonates and it emphasizes what I believe and what President Infantino has always said about football. We are a family and we are a humanitarian organization. I want to say a big thank you to FIFA for this COVID-19 fund relief. We say God bless them all. Football is what we're just seeing now with the COVID funds. It's a unifier, it's a healer, it reaches out to every creed, every religion, it doesn't discriminate. These are the touching stories football is writing these days. FIFA and the FIFA Foundation are supporting, developing and funding myriad projects all over the world, and we are more than happy to showcase them in our Living Football series. Next time, we will show you how women's football is kept alive in Mexico, despite COVID-19. Also, we will talk with Arsene Wenger, FIFA's Chief of Global Football Development, about his fantastic career and his new offside plans. And we will talk to the best referee of all times, the unique Pierluigi Collina. Till then, bye-bye, ciao, tschüss, all the best.